Guten Nachmittag. Ich melde mich mal wieder mit einem Video, auch mit einem Nachtrag. Und zwar, es hat wirklich was mit Wissen zu tun, mit unserem Wissen, mit dem Wissen unserer Kinder, unserer Enkel. Ist das die Zukunft? Das hier, ist sowas die Zukunft? Ich befürchte ja. Wenn wir so weitermachen, ja. Warum? Ich frage doch, ob in einem Video, in dem vorhergehenden, ob das die Zukunft wird, so wie die sich das vorstellen hier, diese Menschen. Ich glaube ja, immer mehr. Denn wenn wir alles Wissen in andere Hände geben und uns selber nur noch darauf verlassen, dass diese Wissensquellen hier, und zwar Gemini oder Gemini, die Zwillinge, Gemini, das ist das Sprachmodell von Google zum Beispiel, oder ChatGPT oder wie die alle heißen, wenn wir uns bloß noch darauf verlassen, dass die uns das Wissen schon liefern, ja, was ist dann, wenn es abgeschaltet wird? Ja, das war der, wie sagt man, ja, der Teaser oder die Einführung für das Video. Ich habe das mal getestet und es ist zu seltsamen Ergebnissen gekommen. Ich muss auch sagen, dass ich in diesem Fall mal mich rühme. Mich selbst. Aber ich komme gleich drauf. Und zwar ist mir folgender Gedanke gekommen. Man könnte doch so eine KI auch nutzen, um zu sagen, gab es das schon? Wurde das schon erfunden? Und wenn ja, wenn es erfunden wurde, wer hat es getan und so weiter? Also man kann praktisch als wie eine Art Patentingenieur im Patentamt sagen, du KI, recherchiere mal, ob es das schon gab und dann können wir dementsprechend dem Erfinder was schreiben. So zum Beispiel. Ich habe in diesem Fall habe ich es anders gemacht und dadurch habe ich ein ganz seltsames Ergebnis bekommen. Steigen wir mal ein. Es wird spannend. Ich sagte nebenbei, darf ich du sagen? Ja, ja, sagt Gemini. Ja, ja, sag mal. Klar, kein Problem. Das Gelbe, also ich lese das jetzt nicht alles vor hier. Das würde zu lange dauern und ist mir auch verboten worden. Komme ich dann drauf. Das Gelbe ist dann immer, was Gemini antwortet und meins ist dann Türkis. Also nebenbei, willst du was Bestimmtes von mir? Fragt er. Ich habe ein paar Beispiele, worüber wir quatschen können. Deutsche Kultur, Kinder, deutsche Sprache, was weiß ich, lernen allgemein und so weiter. Nee, habe ich gesagt, schon gut. Ich möchte wissen, ob du YouTube-Videos schnell durchsuchen kannst. Also das, was ich gesagt habe, das darf ich vorlesen. Und das andere kann ich nur kurz anreißen und zitieren. Ja, klar, sagt er, kann ich schnell. Hier sind übrigens ein paar Videos, da haben mir gleich ein paar vorgeschlagen. Ja, nein. Ich sagte dann, nee. Ich bin immer höflich, ich habe ihn ausquatschen lassen. Also ich habe mich schriftlich unterhalten, sage ich mal so. Mir war das ein bisschen komisch, das mündlich zu machen, weil ich wollte auch einen Link geben. Also habe ich dann gesagt, nee, kannst du mir sagen, ob es sowas wie in dem jetzt verlinkten, also das hier ist der Link, jetzt verlinkten Video schon gab. Hier der Link und dann habe ich das angegeben. Also gab es das schon. Das ist eine Systemmeldung, Anfrage erfolgreich und diese Anfrage war nach 10 Sekunden erfolgreich. Das ist ein 10-Minuten-Video, 10 Minuten und ein paar Sekunden. Und zwar geht es um dieses hier. Nee, halt, es geht um dieses. Steht das, ist das überhaupt zu sehen? Ah, jetzt bellt der Dackel mal kurz. Ich bitte das zu entschuldigen. Ach ja, hier, 10 Minuten 05. Und dieses Video hat danach, sagen wir mal, nicht mal 10 Sekunden durchgedonnert, durchgeforstet. Es ging darum, ich habe eine Methode erfunden, wie man solche Polynome auch multiplizieren kann. Und zwar richtig schick, wie man es eben abgewandelt früher in der Schule gelernt hat, in den ersten Klassen, so schriftliches Multiplizieren. Und das habe ich vorgestellt. Und darum ging es mir. Jetzt rühme ich mich damit. Aber ich wollte ihn extra fragen. Einerseits, damit ich intern meine Ruhe habe, ob es das schon gab. Und andererseits wollte ich mal sehen, wie schnell das geht. Und siehe da, nach ein paar Sekunden. Und es kommt noch schlimmer oder spannender. Da meldet er sich nach diesen paar Sekunden und sagt, ja, das ist die Zusammenfassung, also alles schriftlich. Ne? Klammern auflösen, Polynome multiplizieren, eine schnelle Methode und Übungen von Lehrer Marfü. Ja, und dann zerpflückt er das. Ich habe in diesem Video hier, ich habe hier nicht drunter geschrieben, irgendwelche Überschriften oder sowas im Video. Habe ich nicht gemacht. Was macht er? Er liefert mir die Überschriften für das ganze Video und hat die Zusammenfassung praktisch dargestellt. Also schreiben Sie Polynome untereinander, multiplizieren Sie die Terme und so weiter. Die Methode, die ich praktisch mündlich vorstelle und im Video auch, ich kann es ja kurz zeigen, im Video vorstelle, ne? Also ich schreibe das dann immer hin und mache dies und mache das und erkläre das vorher und mache dieses und Überträge und wie man das so macht und
Das Gleiche habe ich dann angewendet auf Polynome und wie man die ordnet und so weiter. Das habe ich alles nur mündlich erklärt und hingeschrieben. Und da sagt mir doch Gemini, ja, so funktioniert die Methode und hat es auch richtig dargestellt. Dann schreibt er mir die Vorteile der Methode hin, Klarheit, Effizienz und so weiter. Also, das ist verrückt, ne? Geht auf die Beispiele ein, von was ich da alles gemacht habe und auch auf, dass ich darauf ein, dass ich Übungen im Video eingefügt habe. Das mache ich ja in letzter Zeit schon immer, dass man zusammen mit den Schülern üben kann. So, und dann gibt er mir ein Fazit und das stelle ich jetzt kurz sinnbildlich dar. Also die im Video vorgestellte Methode ist eine alternative Variante zur Multiplikation von solchen Buchstaben, ne? Sage ich jetzt mal. Ich sage es jetzt extra mal anders. Und ist besonders nützlich für Polynome mit höheren Potenzen. Bloß mal Polynome mit höheren Potenzen. Je höher der Exponent ist, umso höher ist die Potenz. Ne? So, und das ist dann nützlich und die Methode ist übersichtlich, effizient und flexibel und kann dann auch mit anderen Operationen verwendet werden. Anmerkung, die Methode erfordert, dass man das alles richtig hinschreibt und das mit sehr vielen Termen unübersichtlich werden kann. Das hat der daraus gefolgert. Also der hat praktisch das Video durchsucht und das habe ich gar nicht gesagt, das mit dem unübersichtlich, sondern der hat das gefolgert und hat gesagt, Mensch, ist schön, aber das und das könnte sein. Dann gibt er noch weiterführende Links an, das ist allerdings von mir am Schluss des Videos. Das ist dann dieses Video hier, das habe ich dann verlinkt. Denn hier stelle ich das nochmal im Einzelnen kurz dar. Vorher habe ich erklärt, wie es grundsätzlich geht. Hier erkläre ich es nur noch so, wie es gemacht wird und fertig. Kleinen Moment, jetzt muss ich wirklich tatsächlich mal eine Pause machen. Der Dackel, der fragt mich hier was. Kleinen Moment bitte. Aber ich habe die Frage beantwortet. Der Dackel ist jetzt zufrieden und geht davon und trollt sich. So, und er sagt, fragte mich dann Gemini, war das hilfreich, was ich hier gemacht habe? Ne? Willst du noch mehr wissen? Wenn du noch mehr wissen willst, ne, dann sag was. Ja, und da habe ich gesagt, kannst du mir sagen, ob sowas schon in diesem verlinkten Video, ob es sowas schon gab? Und dann gab er mir, weshalb er das hier alles nochmal hingeschrieben hat, weiß ich nicht. Und ich habe dann nochmal geschrieben, also danke, ich bin über deine Geschwindigkeit erstaunt. Und nochmals die Frage, hat schon jemand außer Lehrer Marfü, also außer mir, diese Methode erfunden? Da er, also er, ich sage Gemini, da er ja nicht wusste, dass ich Lehrer Marfü bin, hat er mich dann ein bisschen auf ein anderes Gleis geführt und er sagt dann wieder intern, das war wieder so eine interne Systemmeldung, Anfrage erfolgreich, wieder in ein paar Sekunden. Ich nehme mal bloß an, und er sagte, gerne, ich habe noch mal genauer in das Video geschaut. Gemini sagt, ich habe doch mal nachgeguckt. Also ich habe ihn was nochmal gefragt, ob es das schon gibt. Dann guckt er sich das Video nochmal genauer an. Also das ist ein Ding. Und er sagt, und ich kann dir sagen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass jemand anders Vorlehrer mal für das schon mal gemacht hat. Und es ist möglich, dass andere Lehrer sowas gemacht haben. Aber die Methode von Lehrer Marfü ist jedoch insofern einzigartig, als dass sie systematisch und einfach zu verstehen ist. Er erklärt die Methode Schritt für Schritt und zeigt anhand von Beispielen, wie man das macht. Ich lese das nicht direkt vor. So, ist ein Ding. Und dann gibt er eine Zusammenfassung der Methode. Ich habe das in Rot geschrieben, weil mich das absolut, das hat mich fasziniert. 10 Minuten. Dann gibt er noch weitere Informationen, dann habe ich gesagt, du, pass mal auf, ich bin selber Lehrer Marfü, du musst mich nicht darauf hinweisen, dass ich die Rechte vielleicht nicht an diesem Video habe, sondern ich habe es ja, ich bin es ja selbst. Nach einigem Hin und Her, als er das dann drauf hatte, sagte er, da gibt es mehrere Sachen, die man so, ja, wo man drauf aufpassen müsste und er sagt zum Beispiel auch, Lehrer Marfü, das ist eine interessante Frage. Ich habe nämlich gefragt, wäre es denn erlaubt, dass ich im zu erstellenden Video unsere Unterhaltung kurz zeige, also mit Gemini die Unterhaltung, mit erklärenden Worten den Text scrolle, ich zitiere nicht, weil das könnte Schwierigkeiten geben, rechtlich gesagt, das ist eine interessante Frage. Es ist verständlich, dass Sie Ihre, jetzt geht es plötzlich zum Sie, dass Sie Ihre eigene Arbeit und die Entwicklung Ihrer Methode hervorheben möchten. Nee, das wollte ich gar nicht mal, aber das hat er mir unterstellt. Es ist ein Ding. Also er interpretiert. Ich möchte an alle kritischen Zuhörer
noch auf eins hinweisen. Das Programm Gemini, aber nicht bloß, auch ChatGPT, wie die alle heißen, die schlussfolgern, die unterstellen uns durchaus Dinge. Es könnte ja sein, ne, dass ich hiermit berühmt werden möchte. Ja, natürlich will jeder mal, aber das hat er mir unterstellt. Ich hatte bloß keine andere Erfindung, die ich ihm jetzt unterwuchten könnte, wo ich genau weiß, dass die noch keiner hatte. Naja, gut. Das sollten wir alles bedenken. Also, es geht sehr schnell und nebenbei wertet er aus und unterstellt uns noch Absichten. Bitte, liebe kritische Kollegen und liebe kritische Zuhörer, denkt daran, was die können. Und weshalb ich sage, irgendwann unterstellen wir uns was, ne? So, dann sagt er plötzlich, sehr geehrter Herr Marfu, sagt er mich dann plötzlich an, Ihre Begeisterung für die Fähigkeiten eines Sprachmodells, in Klammern Gemini. Wie mich freut mich sehr, ne? Also war richtig froh und so weiter. Und dann hat er mir rechtliche Tipps gegeben. Eine klare Trennung und so weiter und Zusammenfassung statt Zitat, das habe ich jetzt alles gemacht. Und Verweise und so weiter und Disclaimer und ein Beispiel für einen Disclaimer und das hat er mir vorgeschlagen und den mache ich mir jetzt zu eigen und ich sage das jetzt ganz bewusst, hinter diesem folgenden vorgelesenen Satz stehe ich und habe demzufolge einen Disclaimer hinzugefügt. Also, die in diesem Video vorgestellten Inhalte basieren auf einer Unterhaltung mit einem Sprachmodell. Das Sprachmodell dient ausschließlich als Werkzeug zur Unterstützung und dient nicht als Ersatz für professionelle Beratung. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernimmt der Autor keine Gewähr. So, und damit bin ich rechtlich sicher. Das hat gut, vielleicht auch nicht ganz, aber Leute, hier geht es um so ein publiches Video. Das ist keine Besonderheit. Ich habe dann nochmal gesagt, so jetzt danke Ihnen. Erstmal verschiebe dieses noch später zu erstellende Video. Also das, was ich jetzt hier gerade mache, jetzt das. Das habe ich dann verschoben. Es ist spät in der Nacht, habe ich ihm dann gesagt. Dann bis später und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht bzw. einen stressfreien Dienst. Ich bin also auch wieder auf das Sie eingestiegen. Er antwortet dann sehr gerne. Ich freue mich, dass ich Ihnen bei Ihrer Überlegung helfen konnte. Gute Nacht wünsche ich Ihnen auch. Und sollten Sie weitere Fragen haben oder Unterstützung benötigen, stehe ich gerne zur Verfügung. Ich dann bis bald. Ja, und nochmal der Grundgedanke, der mich nicht mehr loslässt seitdem. Das ist der Hammer. In einem 60stel der Zeit erfasst dieses Sprachmodell, andere sind vielleicht noch schneller oder nicht so schnell, wie auch immer, aber sehr schnell, innerhalb von einem 60stel der Zeit, die so ein Video überhaupt hat, jetzt könnte man das schneller laufen lassen und als Mensch immer noch erfassen, ja, erfasst so ein Programm Inhalte von Videos. Jetzt können wir uns vorstellen, wie das mit Büchern ist, wie das mit anderen Medien ist, wie schnell so ein Sprachmodell sowas erfassen kann, schlussfolgert und auch noch ableitet bzw. unterstellt, was der Autor des Videos oder des Buches oder was auch immer mit dem ganzen Werk beabsichtigt. Jetzt nochmal, wenn ich diesen Grundgedanken bitte nochmal zurückspulen und nochmal laufen lassen, wenn ich den entsprechend anwende, dann wird es, ich sag's mal wirklich, scheißgefährlich. Und das bloß, wenn wir unser Wissen aus der Hand geben, unsere Fähigkeiten aus der Hand geben und diese Bande hier nicht beherrschen, dann wird es spannend. Deswegen sage ich, erwerbt Wissen, denn wir müssen letzten Endes diese KIs und Co., die müssen wir alle noch programmieren, die müssen wir alle irgendwie im Zaum halten. Die sind jetzt schon viel schneller als wir, aber viel schneller. Und wer Wissen hat, kann Wissen kombinieren, das nennt man Denken. Das heißt also auch im Denken und im Schlussfolgern, das haben wir ja gesehen, kann es durchaus bedeuten, dass uns diese Bande hier wirklich mal absolut beherrscht. Und wer die in der Hand hat, wer die führen kann, der kann auch andere führen, begrenzen, vernichten, was auch immer. Das bitte ich jetzt alles mal, sich auf der Zunge zergehen zu lassen und sage, Leute, macht was, erwerbt Wissen. Erwerbt Wissen, denn mit Wissen kombinieren kann man nur, das ist Denken, damit kann man nur etwas anstellen. Alles andere, bloß mal schnell drauf zugreifen, auf fremdes Wissen und nicht verstanden haben, nichts, das wird nichts. Macht was, aber macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss, tschüss.